Terrorgefahr beim Heimspiel. Wir machen den Test. Fragen EM 2024. Wie sicher sind die Spiele? Wie sicher sind die Spiele? Morgen geht es los. Das Frontalmagazin vom ZDF hat hier nachgefragt, wie es denn um die Ausstattung steht. Und sie haben erschreckende Erkenntnisse über die Bewaffnung der Bundespolizei zutage gefördert. Sie haben die MP5 im Einsatz, die nicht in der Lage ist, eine Schutzweste eines Attentäters zu durchschießen. Damit herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Morgen beginnt die heiße Phase in diesem Land. Für 4 Wochen werden wir zur Hochrisikozone erklärt, wenn man so möchte. Es gibt bereits aus dem Ausland Reisewarnungen für Deutschland. Es gibt Terrorwarnungen für Deutschland. Und die deutschen Behörden, sie fühlen sich hier sicher vorbereitet. Da hat sich das ZDF es sich nicht nehmen lassen, hier einen Bericht anzufertigen, in dem sie noch einmal die Schwachstellen der Bewaffnung der Bundespolizei offengelegt haben. Und ich frage mich jedes Mal, wie oft wollt ihr die Sicherheitsprobleme, die wir haben bei unseren Behörden, noch für die Attentäter im Internet zur Verfügung stellen? Ich bin immer wieder schockiert, welche Details man hier ans Licht bringt. Und ich bin auch schockiert, dass die Politik hier Geld sparen möchte, vor allem dieses Jahr, wo wir es dieses Jahr so notwendig hätten. Fangen wir von vorne an. Schauen wir uns mal den ersten Ausschnitt hier an. Fußballsommer 2024, Millionen Menschen in den Stadien und auf der Straße. Gleichzeitig drohen Islamisten mit Anschlägen. Das ist immer ein sehr attraktives Ziel für Terroristen. Man kann es nur in gewissem Maße schützen. Zehntausende Polizisten im Einsatz, Krisenstäbe, monatelange Vorbereitungen. Monatelange Vorbereitungen, Krisenstäbe. Unsere Bundesinnenministerin sprach von jahrelanger Vorbereitung. Wir können nur hoffen, dass es am Ende relativ unblutig zu Ende geht. Die Gefahr, sie ist real, sie ist abstrakt. Schaut euch an, was die Polizei für Maßnahmen ergreifen muss, damit wir überhaupt genug Personal zusammengekratzt bekommen. Die Polizei hat 12-Stunden Schichten eingeführt, Urlaubssperren verhängt, wird mehr Präsenz zeigen. Hans-Jakob Schindler ist Experte für innere Sicherheit und islamistische Terrorgefahr. Deutschland sei für die EM insgesamt gut gerüstet. Doch gerade beim Public Viewing und auf Fanmeilen bestehe ein gewisses Risiko. Man kann es nur in gewissem Maße schützen, es sei denn, man will es in eine Militäreinrichtung verwandeln. Was auf Public Viewing-Ereignissen gibt es ein Restrisiko und er sagt, ja, wir könnten das, also Herr Schindler sagt, wir könnten das auch in ein kriegsähnliches Gebilde verwandeln und dann hätten wir absolute Sicherheit. Und da muss ich mal widersprechen, Herr Schindler, nein. Würden wir an der Grenze dauerhaft kontrollieren, wer in dieses Land kommt und wer dieses Land betreten möchte, dann hätten wir diese ganzen Probleme nicht. Erinnert euch mal an die WM 2006. Das war 5 Jahre nach den Anschlägen auf das World Trade Center in den USA und nur 2,5 Jahre nach der Invasion im Irak. Und wir hatten weitaus weniger terroristisches Bedrohungspotenzial als heute. Aber jetzt gibt es hier nochmal die Schande für alle. Hört mal hin. Auch deshalb sollen Zusammenarbeit mit anderen Ländern gleich an der Grenze verhindert werden, dass potenzielle Gewalttäter einreisen können. So. Für Fußball machen sie möglich, was seit 2015 unmöglich ist, ja? Sie wollen hier verhindern, dass Gewalttäter ins Land kommen. Aber jeden Asylanten lassen sie nach der EM wieder rein, wenn er 5 Messer unter der Jacke hat. Nur für den Fußball machen sie hier die Grenzen dicht, und zwar alle Grenzen werden kontrolliert. Und jetzt, dann nach der EM, also in 4 Wochen, dann lässt man das wieder fallen. Und dieses Argument, wir könnten unsere Grenzen nicht kontrollieren, hat Frau Faeser ad absurdum geführt. Und zwar in dem Moment, wo sie selbst alle Grenzen für den Fußball kontrollieren lässt. Ja, für den Fußball machen wir alles möglich, aber für die Sicherheit der Bevölkerung, da haben wir nichts übrig. Und dann wundert ihr euch von der SPD, warum der Wähler euch unangespitzt in den Boden rammt. Ja? Also, es wird jetzt noch viel peinlicher. Es ist jetzt herausgekommen, beziehungsweise was heißt herausgekommen? Wir wussten das schon länger, aber Frontal hat das jetzt nochmal gezeigt. Sie demonstrieren das, dass die eingesetzten Waffen der Bundespolizei keine Mannstopp-Wirkung haben gegen Terroristen, die einfach eine Schutzweste anziehen. Aber schaut mal rein. Immer größere Aufgaben für die Bundespolizei.
Es mache sich Unmut breit. Die Bundespolizisten benötigten unter anderem moderne Distanzwaffen. Insgesamt 67,5 Millionen Euro allein in diesem Jahr. Doch das wurde laut Gewerkschaft nicht bewilligt. 67,5 Millionen Euro hat die Polizei nicht bewilligt für neue Distanzwaffen. Aber für wie viele Milliarden machen Sie hier eine Wiederaufbaukonferenz, eine Fußball-EM? Wie, 67 Millionen Euro sind nicht hier? Also, nee, da habe ich auch kein Verständnis für, ja? Hat man wohl zu viel Fahrradwege in Peru gebaut, aber 67 Millionen Euro, dass wir darüber überhaupt diskutieren. Das sollte in deren Budget sein, dass die sich einfach neue Waffen kaufen können. Für was hat man eine Polizei mit Budget, wenn sie sich keine Waffen davon kaufen können? Deutschland 2024 und jetzt ist frontal hingegangen und demonstriert, was das für eine Wirkung hat, wenn die Polizei mit der MP5 hier nur schießt, und zwar viel weniger, als wir uns erhoffen würden. Moderne Terroristen verwenden zielgerichtet möglichst schwere Waffen mit hoher Reichweite, also Sturmgewehre, Kalaschnikow oder bauähnliche Modelle. Für die polizeilichen Zwecke ist die Maschinenpistole MP5 definitiv nicht mehr auf der Höhe der Zeit. Wir haben hier 3 Treffer insgesamt und wir sehen im Grunde, wenn wir die Weste aufmachen, tatsächlich hat die Weste gehalten. Ah, das heißt, hier steckt die Patrone drin, ja? Genau, die Geschosse sind alle von der Weste gehalten worden. Wir hatten nicht die Möglichkeit, mit dieser Waffe diese einfache Schutzweste zu durchdringen und das heißt, der Täter wäre nicht gestoppt worden. Der Täter wäre nicht gestoppt worden und genau das ist das Problem hier. Wir müssen davon ausgehen, dass wenn es mehr wie einen Täter gibt, die organisiert tätig werden bei der Europameisterschaft, dass diese selbstverständlich auch über Schutzwesten verfügen und ebenfalls über Kriegswaffen, die sie einsetzen. Und das Bundesinnenministerium hat geantwortet und hat gesagt, sie haben diese MP5-Waffen modernisiert und sie haben bessere Munition besorgt. Allerdings müssten die Beamten im Einsatz dann die Munition wechseln für mehr Durchschlagskraft. Alles völlig an der Realität vorbei. Und diese MP5 liegt in jedem dritten Streifenwagen als Unterstützungswaffe für die Polizei. Das Ding ist einfach Schrott. Also Kampfentfernung, was waren es? Ungefähr 25 Meter. Und es gibt Polizeien, die kaufen bessere Waffen. Und dazu brauchen wir modernste Ausstattung und die fällt im Sparkurs jetzt eben auf die Füße. Ich werden solche Mitteldistanzwaffen gebraucht, weil die Räumlichkeiten schon groß sind. Das heißt, wir haben bei Flughäfen, bei Bahnhöfen und ähnlichen Objekten immer Kampfentfernungen über 25, 30 Meter. Einmal quer durch die Halle. Das ist das, worauf man sich vorbereiten sollte. Selbstverständlich muss ein Polizist mit einer langen Waffe in der Lage sein, quer durch eine Bahnhofshalle zu schießen und am Ende das Ziel auch zu treffen. Und da stellt sich jetzt die Frage, wie wollen wir in diesem Land noch sicher sein, wenn wir 67,5 Millionen Euro bei der Polizei dieses Jahr wegsparen und sie bewusst mit MP5-Waffen herumlaufen lassen, die bei einem Treffer auf eine Schutzweste keinen Durchschlag erzielen. Das ist Deutschland 2024 und die Innenministerin, sie hatte alle Hände da voll mit zu tun, es hier für uns anzurichten. Und wir werfen nochmal einen kurzen Blick nach Frankreich, um zu sehen, dass das Ganze auch besser funktioniert. Auch Frankreich bereitet sich auf ein Großereignis vor. Ende Juli beginnen die Olympischen Spiele. Die islamistische Bedrohung ist noch größer als in Deutschland und Frankreich hat seine Sicherheitsbehörden mit weitreichenderen Befugnissen ausgestattet. Nicht nur weitreichendere Befugnisse hat die Polizei in Frankreich, nein, sie hat auch bessere Ausstattung, bessere Munition, bessere Schutzwesten. Es ist gefühlt in jedem Land besser als in Deutschland. Ich werde immer wieder gefragt, wenn ich sage, ich möchte auswandern, wohin? Dann kommt nur die Antwort von mir, wo ist es denn schlechter wie hier? Und dann ist meistens die Diskussion beendet. Aber wir haben die Bundespolizei im Land mit Tausenden, wenn nicht sogar gar Zehntausenden von Beamten, die unzureichend bewaffnet sind, wenn es hier um Täter geht auf Distanz, die auch Langwaffen einsetzen, also beispielsweise eine Kalaschnikow. Und das wird bitter werden, das wird sich rächen, dass die Polizei hier ein paar Waffen weggespart bekommen hat. Das ist peinlich, das gehört sich nicht. Und dann hunderte Millionen Euro Ukraine-Unterstützung geben, also noch nicht mal Geld für die eigenen Waffen ausgeben, aber anderen Geld geben, damit die sich Waffen kaufen können. Das ist Deutschland 2024 und dann wundert ihr euch, dass die AfD so viele Stimmen hat. Ihr habt da oben nicht mehr alles Porzellan im Schrank. Und das, was da drin ist, ist der Elefant schon durchmarschiert. Also, wie man so naiv sein kann, wie man so hohl sein kann, ja? Jeder Toter bei dieser EM geht auf das Konto von Frau Faeser. Sie sind persönlich dafür verantwortlich und ich glaube, die Angehörigen werden sie auch versuchen, haftbar zu machen. Wir wissen es im Vorhinein. Auch jede Messerattacke müsste eigentlich auf das Konto unserer Innenministerin gehen, denn man kann die Grenzen sehr wohl schließen.
Man sieht das gerade, die Grenzen sind zu, es kommt keiner rein, es ist zu einfach, ja? Aber jetzt geht die Sonne neben mir auf, ich mache mal Schluss, sonst werde ich hier gegrillt von der Sonne. Ich sage, abonniere diesen Kanal, abonniere den Telegram-Kanal, dann verpasst du keines meiner Videos. Damit bis bald.